Herzlich willkommen, mein Name ist Kathleen Bergmann und ich bin Ihr Lenormand-Coach. In letzter Zeit haben wir unglaublich viel gelegt und gedeutet, was das Zeug hält. Nicht immer haben wir es uns einfach gemacht. Wir haben die große Tafel analysiert. In einigen Videos haben wir auch komplizierte Deutungsfälle auseinandergenommen. Heute, verspreche ich Ihnen, machen wir es uns ganz einfach. Nämlich mit dieser Zweierkombination aus Anker und Mond. Trotz aller Einfachheit werden Sie erstaunt sein, welche Bedeutungsvielfalt sich hinter dieser Kombination verbirgt. Heute sind besonders alle Einsteiger, Einsteigerinnen herzlich eingeladen, hier mitzudeuten, mitzulernen, mitzumachen. Davon werden Sie ganz wesentlich profitieren. Aber auch für die Fortgeschrittenen halte ich den ein oder anderen Punkt parat, den Sie mit Sicherheit nicht so ganz alltäglich auf dem Schirm haben, wenn Sie diese Kombination sehen und deuten. Wir beginnen mit einem davon und das ist die Gegenseitigkeit. Man könnte mit dem Mond zum Beispiel von der Gegenseitigkeit der Gefühle sprechen. Man fühlt also genauso wie der andere. Gegenseitigkeit, Erwiderung. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade in Bezug aufs Gefühlsleben, in Bezug auf Liebesfragen. Wir hatten ja auch schon so einige Liebeslegungen hier auf dem Kanal. Und genau da würde die Deutung bei der Kombination sehr gut reinpassen. Übrigens gibt es zum Mond auch ein eigenes Video, in dem ich auf die ganzen Einzelbedeutungen des Mondes eingehe. Ich blende es Ihnen hier mal ein. Sehen Sie sich das an, wenn Ihnen diese Bedeutungen vielleicht alle noch nicht ganz so geläufig sind oder wenn Sie einige davon wieder in Erinnerung rufen möchten. Beim Anker gibt es eine ganz klassische Bedeutung, das Festhalten, das Klammern. Hier mit dem Mond klammert man sich an eine Wunschvorstellung. Man fixiert sich auf einen Gedanken, man schießt sich regelrecht darauf ein und lässt ihn nicht mehr los. Der nächste Punkt. Das ist erstmal ganz einfach, wenn wir beim Anker an die Arbeit denken. Denn das ist natürlich die Hauptbedeutung des Ankers. Arbeit kann aber sehr vielseitig und vielschichtig sein. Nicht immer muss es dabei um eine Erwerbstätigkeit gehen. Man kann an vielen Dingen arbeiten, zum Beispiel auch an einer Beziehung oder an sich selbst. Und genau darum geht es mit dem Mond. Und zwar, wir gehen hier in dieser Innenschau, in die Tiefe, wo die Ängste, die Verdrängungen, die unbewussten Muster sitzen und arbeiten daran, ganz schlicht und ergreifend. Jetzt kommen wir zu einer Bedeutung, die ich liebe, weil sie nicht sofort ersichtlich ist. Man muss da so ein bisschen um die Ecke denken, aber das ist genau eine der Bedeutungen, die Sie unbedingt in Ihr Repertoire aufnehmen sollten bei dieser Kombination, weil sie wirklich häufig vorkommt. Und zwar gerade dann, wenn es um die Frage nach dem Verhalten einer Person oder eines Partners geht. Diesen Punkt haben wir zum Beispiel in der Liebeslegung immer wieder. Die kann ich Ihnen hier auch noch verlinken. Und taucht dort diese Kombination auf, dann kann man wirklich davon sprechen, dass der andere nachtragend ist oder schmollt, er ist eingeschnappt. Das kommt daher, dass der Anker etwas nicht loslassen möchte. Und jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Bedeutung. Sie hat mit all diesem Gefühlsleben nichts zu tun, nämlich die Spätschicht oder die Nachtschicht. Ganz einfach, hier sind wir wieder beim Thema Arbeit gelandet und zwar wirklich bei der Erwerbstätigkeit an sich. Und der Mond steht für die Nacht oder das Nachtleben. So kommt diese Bedeutung zustande. Apropos Nacht, dieses Kartendeck, was ich hier verwende, stammt von mir und heißt Kingdoms Night, Lenormand. Es handelt von einem Königreich in einer nächtlichen Szenerie und dieses Kartendeck können Sie in meinem Shop erwerben. Jetzt kommen wir zurück zum Thema Arbeit. Der Mond kann durchaus auch einmal im positiven Sinne eine Anerkennung oder ein Lob bedeuten, also in dem Fall ein
Lob für die Arbeit oder eine Anerkennung für einen Einsatz. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Psychologie. Der Mond steht ja immer für das Innere und der Anker für die Erdung, für die Bodenhaftung. Also geht es darum, dass man innerlich geerdet ist oder geerdet wird, dass man sich angekommen fühlt, dass man eine innere Sicherheit empfindet. Sicherheit ist ja so ein ganz klassischer Aspekt des Ankers. Als nächsten Punkt haben wir noch den Wunsch hier beim Mond und ganz einfach kombiniert mit dem Beruf beim Anker. Also geht es um einen Berufswunsch. Das kann zum Beispiel eine Rolle spielen, wenn wir eine große Tafel zum Thema Beruf auslegen. Aber es könnte sich auch um eine Art mütterlichen Beruf handeln. Denn der Mond spiegelt die Mutterschaft, das Muttersein wider. Auch im übertragenen Sinne, indem wir zum Beispiel einem mütterlichen Beruf nachgehen. Das wäre jetzt zum Beispiel als Erzieherin der Fall. Jetzt gehen wir oder schauen wir wieder so ein bisschen in die psychologische, ja vielleicht sogar ein bisschen in die esoterische Ecke rein. Und zwar Wünsche manifestieren. Davon haben wir alle schon gehört, vielleicht haben wir es auch schon alle angewendet oder zumindest versucht. Das heißt, man tut etwas für die Erfüllung des Wunsches und da gibt es viele Wege, das zu tun. Die wollen wir gar nicht erörtern, denn die sind damit ja auch gar nicht aufgezeigt. Es geht schlichtweg darum, einen Wunsch zu manifestieren, zu erfüllen, wobei der Anker selbst nicht die Erfüllung ist. Das wäre mitunter der Schlüssel. Ich glaube, das hatten wir auch schon als Kombination. Der Anker bedeutet ja immer, wir müssen erst einmal daran arbeiten. Es ist nicht vollendet. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und wir haben zu guter Letzt noch das emotionale Vertrauen. Der Mond steht als Adjektiv immer für emotional oder sehr häufig zumindest. Und der Anker ganz klassisch für Vertrauen. Das heißt eben, sich emotional geborgen zu fühlen, sich beim anderen ja gut aufgehoben zu fühlen. Und das ist immerhin eine wesentliche Säule einer guten Partnerschaft, das emotionale Vertrauen. Daraus abgeleitet gibt es auch noch den Begriff emotionale Sicherheit. Das bedeutet wiederum, da zu sein, wenn der andere einen braucht. Seine Bedürfnisse, übrigens auch wieder gespiegelt durch den Mond, seine Bedürfnisse zu verstehen und zu achten. Emotionale Sicherheit, emotionales Vertrauen. Ganz, ganz wesentliche Punkte, wenn wir diese Kombination betrachten. Das soll es heute in aller Kürze schon gewesen sein. Aber ich denke, da war jede Menge dabei, was Sie für Ihre Deutung gut gebrauchen können. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Damit unterstützen Sie mich. Davon lebt dieser Kanal. Und ich bin Ihnen ja auch mal sehr dankbar für die schönen Kommentare und für all die Likes und überhaupt, dass Sie da sind und mitmachen. Bis bald.